Hallo, ich grüße euch zum Teil 25. Ihr seht ja schon an unserer Kalenderuhr, das ist eine Funkuhr, dass heute der 3.10. ist und die Menschen feiern die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten in Anführungsstrichen, weil weder die BRD noch die DDR waren ein souveräner Staat. Nach der Staatendefinition wisst ihr ja, braucht es drei Elemente und eine Vorbedingung. Ne? Die drei Elemente sind das Staatsvolk, das Staatsgebiet und es darf keine Fremdbestimmung passieren. Und alle drei Bedingungen treffen schon mal nicht zu. Und die vierte Fremdbestimmung haben wir, weil wir immer noch im Unterbesatzungsstatut stehen. Und das ist so bis auf den heutigen Tag so. Und wenn die Frau Merkel sagt, das ist alles nur eine Frage von irgendwelchen diplomatischen Noten, dann lügt sie das Volk einfach an. Es ist einfach so. Es wird immer wieder bestätigt, dass das Besatzungsstatut steht. Außer in Mitteldeutschland ist es etwas anders, weil die Russen nicht erlaubt haben, dass die Besatzungsstatute der Chefgesetzgebung hier weiterlaufen. So, man sagt dann immer, naja, die hat sich ja 1990 aufgelöst. Ja, der Parlamentarische Rat, der das Grundgesetz geschaffen hat, der hat sich auch aufgelöst. Und das Grundgesetz ist immer noch da. Und die Chefgesetze sind immer noch da. So, und man hat auch vom Bundesinnenministerium mehrfach bestätigt, dass die immer noch laufen. Man hat nur das Chefgesetz aus den Google-Suchstellen und aus dem Wikipedia verbannt, um die Leute zu täuschen. Zum Beispiel hat man die Biografie von Schalk Golokowski nach seinem Tod geändert. Und dass die Erben nicht dagegen vorgehen, gegen diese Unverschämtheit, indem irgendwas anderes andichten, das ist schon bedenklich. Ja? Also Alexander Schalk Golokowski ist ja einer derjenigen, der auf Grundlage der Chefgesetze verurteilt wurde. Ich habe den alten Artikel noch irgendwo gesichert. Und wo man keine Revision zugelassen hat, weil die Bundesgesetzgebung ja der Chefgesetzgebung im Westen unterliegt. Das ist die Frage, unterstand er denn überhaupt der Gerichtsbarkeit der Westalliierten oder von Mitteldeutschland? Das müsste man erst mal klären. Alexander Schalk-Golowskowis Tätigkeitsgebiet war ja Mitteldeutschland. Ja, man muss aber wissen, Ostberlin war nie Teil der DDR, weil Berlin eine selbstständige politische Einheit ist. Ebenso gehörte Westberlin nie zur BRD. Und wer das sagt, der kennt einfach die Verträge nicht. Berlin ist eine selbstständige politische Einheit. Man hat nur das sozialen Bundesstaat genannt, um nicht sagen zu müssen, dass Berlin im Prinzip immer noch die Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs ist und auch bleibt und nicht verändert werden darf. Man könnte natürlich jetzt sagen, wir nehmen irgendeine andere Stadt in Mitteldeutschland, die bereits im kaiserlichen Notstandsrecht steht, erklären die als Hauptstadt, dann würden wir sofort den Krieg gewinnen. So, da könnt ihr euch vorstellen, warum um Berlin überall die Autobahn solche automatischen Schranken hat, dass man sie zumachen kann, damit genau das nicht passiert. Ja, aber wenn wir einfach ESA wählen, da kann er sagen, ich verlege jetzt meinen Regierungssitz irgendwo anders hin. Ja, dann wäre der Krieg gewonnen, der Erste oder Zweite Weltkrieg gewonnen, genau in dem Moment. So, es müsste bloß innerhalb von Mitteldeutschland sein oder in Ostgebieten, sonst funktioniert es nicht. Ne? Ist klar. So, gut, anderes Thema. Was ist denn nun jetzt los mit der DDR? Ihr kennt ja noch die DDR-Fahne, Schwarz-Rot-Gold, Hammer, Sichel, Ehrenkranz. Ne? Nun gab es natürlich lustige Umschreibungen, was denn die DDR-Fahne nun eigentlich bedeutet. Also ich kann mich noch an einen alten DDR-Witz erinnern, dass da steht, in den düsteren Zeiten haben uns die Roten ein goldenes Zeitalter versprochen, jetzt haben wir in allen Ehren zu zirkeln, dass wir nicht unter den Hammer kommen. So. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nee, es stimmt nicht, weil die DDR stand bezüglich des Ratings und der Schuldenbilanz viel besser da als die BRD. Also uns hat man immer erzählt, die DDR hätte hohe Schulden gehabt. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Es gab 6 Milliarden Auslandskredit bei der Bundesrepublik. Man hatte nur ein Problem, die DDR-Mark auf dem Weltmarkt umzurechnen. Aber das hat die DDR-Regierung zu verschulden. Es lag nicht grundsätzlich an der DDR-Mark. Denn die DDR hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, Gold zu erwerben auf dem Weltmarkt. Das war zu dem Zeitpunkt preiswert. Und hätte mit dem Gold jederzeit Devisen tauschen können. In jeder beliebigen Bank der Welt. Die hätten das sofort ausgezahlt. Ne, weil Gold war zu dem damaligen Zeitpunkt ein frei konvertierbares Gut. Und die DDR hätte einfach über Gold das tauschen können. So, das haben natürlich die Russen nicht erlaubt. Kann man sich ja noch vorstellen. Ne? Aber die DDR hätte genau ab dem 18.07.1990 ihre ganzen DDR-Marks und in Güter umwandeln können, hätte die gegen Gold getauscht, das Gold gegen eine Weltwährung und Schluss wäre gewesen. Die DDR hätte auch problemlos einen Schweizer Franken übernehmen können, das wäre auch möglich gewesen.
Und das ist auch eine Lösung, die ich favorisiere derzeit. Na, dass Mitteldeutschland in Notstandsrecht kommt und wir dort einen Schweizer Franken haben. Man hat Westdeutschland hat einen Euro, wir haben einen Schweizer Franken. Sind wir zufrieden. Wir nehmen auch die Währung Liechtenstein nehmen wir nicht, nee, Schweizer Franken. Na? Weil Österreich ist auch nicht frisch souverän, Schweiz wäre noch einigermaßen souverän. So, die gehören ja zu dem großen deutschen Staatenbund. Ja, das wäre eine saubere Lösung. Eventuell auch die BRICS-Währung, die jetzt kommen sollte. Fakt ist eins, die DDR ist nach wie vor im Bestand. Da könnt ihr jetzt mit Augen rollen, wie auch immer. Liegt einfach daran, es ist am 18.07.1990 nicht zu einer Abwicklung gekommen. Und das Gesetz über die Privatisierung von Volkseigentum ist ungültig, weil das Konstrukt BRD bereits um 0 Uhr gelöscht war. Und die hätten die Volkskammer auch nicht mehr, die hätten die zwar einladen können zur Auflösung, aber die hätten keine Gesetze machen können. Das wäre einfach nicht mehr möglich. Was man an diesem Tag hätte machen müssen, wäre einen Verfassungsnotstand erklären, und zwar am Folgetag. Und dann wäre die Frist losgegangen, 69 Tage bis zur Verfassungswahl. Und das hätte bedeutet, es hätte die Staatsangehörigkeit von jedem Einzelnen festgestellt werden müssen, und zwar nach Rustag, weil wir nämlich sofort ins Kaiserreich zurückgefallen sind in 1913 bezüglich des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Und der Rechtsstand wäre der gewesen, wo der Kaiser entmachtet worden ist. Das ist der Rechtsstand, den wir über Nacht hatten, ohne dass es jemand gewusst hat. Und der ist auch bis heute noch so. Es ist nämlich ein Unterschied, ob die Gemeinde eine Rechtsstellung der deutschen Staatsangehörigkeit macht, um eben einen Reisepass ausstellen zu können, weil es gibt ja derzeit keine Reisepässe des kaiserlichen Notstandsrechts. Müssten wir eigentlich haben. Wir müssten alle zu dem roten noch einen blauen haben mit dem kaiserlichen Adler vorne drauf. Und zwar des souveränen Kaiserreichs. Den muss die Gemeinde ausstellen und den muss die auch mit ihrem Siegel siegeln, weil sie darf ja das kaiserliche Logo nicht verwenden. Aber das Gemeindelogo müsste sie verwenden. Es ist verpflichtet dazu. Und nur mit dem blauen der kaiserlichen Notstandsregierung durften wir überhaupt wählen, weil der andere rote ist überhaupt nichts, ist ein Ausweis von der Bank. Ne, weil die EZB ist eine Bank und wenn der Europäische Union vorne drauf steht, wissen wir, dass es kein Staat ist. So, wir müssen eigentlich zwei Reisepässe haben. Und es wäre dann klar, wenn wir zwei Reisepässe hätten, würden die anderen internationalen Staaten sagen, den roten, den können wir gleich zu Hause lassen. Weil die wissen, in welchem Rechtsstand wir sind. So, Russland überlegt ja, Pässe auszustellen an ihre ehemaligen Unionsrepubliken. Habt ihr bestimmt mitgekriegt, Putin will das, dass jeder der rausgefallenen Sowjetrepubliken wieder in den, ja, ich sag mal, in den Staatenbund zurückkehrt und sozusagen Schutzgebiet der Russischen Föderation ist, weil die selber können sich nicht verteidigen. Man sitzt also an der Ukraine-Krise derzeit, aber es ist eben wieder die falsche Lösung. Er müsste im Prinzip nicht nur eine russische Föderation machen, sondern eine ukrainische Föderation, die dann wieder im Prinzip das große Zahnreich, was es mal vorneweg war, mit dem Parlament verwaltet. Das wäre die saubere Lösung. Und die würden dann wieder einen blauen Pass kriegen mit dem kaiserlichen Wappen, was zur Entmachtung damals im Oktoberrevolution vor dem Eingriff gegolten hat. So, eine ganz einfache Sache. Da steht eben dort ukrainische Föderation und aserbaidschanische Föderation und so weiter. Und diese Föderation müsste wieder einen Staatenbund machen mit einer eigenen Flagge. Da wäre natürlich sinnvoll, die Farben des damaligen russischen Zahnreiches zu verwenden und dann die einzelnen Länder dann ihr Landeslogo da drauf. Das wäre eine sinnvolle Neuorganisation des ehemaligen russischen Kaiserreichs. So, da wäre Ordnung drin, da wäre Rechtsstaatlichkeit da und da hätten wir eine echte Fortsetzung der Rechte und Pflichten. So. Und genau das gleiche Geschäftsmodell, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil Parlament als Verwaltung ist ja nur eine reine Verwaltung, ne? Ist ja noch nicht der Staat. Aber egal, würde uns jetzt erstmal aus dem Notstandsrecht raushalten. Wir hätten wieder ordentliche Gerichte, wir hätten ordentliche Richter, wir hätten ordentliche Beamte, wir hätten eine Polizei, die nicht nur auf Abzocke aus ist, sondern einen wirklichen Schutz gewährleisten kann. Und wir hätten eine ordentliche Bürgerwehr, wie es in allen souveränen Staaten gibt, die auch bewaffnet ist, die dafür sorgt, dass hier ISIS-Kämpfer oder irgendwelche Terroristen hier nicht Anschläge verüben und dass hier keine Plünderung passiert durch Leute, die überhaupt keine richtigen Beamten sind, die einfach sich nur bei den Leuten dort Eigentum sich aneignen.
Haben wir ja oft genug erlebt. Ich weiß ja auch, wie sowas gemacht wird mit ungültigen Durchsuchungsbeschlüssen, ungültigen Haftbefehlen hat es noch nicht. Ungültigen Durchsuchungsbeschlüssen und ungültigen Pfändungs- und Überweisungsverfügungen und so, ist alles nur Täuschung. Ja? Weil es ist nie eine richterliche Unterschrift drauf. Die Beurkundungsbeamten sind alle keine Beamten. Die machen einen Siegelbruch, indem sie das Siegel eben verdreht setzen und ins Siegel reinschreiben. Das ist alles grob illegal. So. Fakt ist aber eins, der Amtsleiter, wenn es denn so ein Amt gibt, haftet privat unbeschränkt für alles, was denn ihre Beamten im Auftrag unterzeichnet haben. Das ist das Schöne an der Geschichte. Und vor allen Dingen macht er sich strafbar, wenn er die sogenannten Bediensteten seines Amtes nicht darüber belehrt haben, dass sie in der vollen Privathaftung stehen und dass sie sich über das Remonstrationsrecht beschweren können, was übrigens kein Kündigungsgrund ist. Ja, also wenn man aufgrund der Remonstration von seinem Chef gefeuert wird, dann ist die Kündigung unwirksam und der Chef muss das Gehalt nachzahlen, bis das geklärt ist. Ganz einfach. So, das möchte ich erstmal den Bediensteten unserer Städte und Gemeinden zur Kenntnis geben. Ihr könnt das gerne in der Gesetzgebung vom Kaiser nachlesen. Notstandsrecht von 1914 gilt. An das habt ihr euch zu halten. Und wenn ihr das nicht macht, seid ihr privat haftbar. So. Und das sage ich auch den Bediensteten der Meldestelle, die den Leuten ihre Bundesstaatenangehörigkeit nicht bestätigen wollen. Obwohl sie es mehrfach beantragt haben. Betrifft auch mich. Das sage ich jetzt im Video, um das dann später beweisen zu können. Weil ich nämlich nach Herrn Meding gerne in die Privathaftung haben möchte. Das werde ich auch schaffen. Das kann ich ihm jetzt schon versprechen. So, dann komme ich dann mit der neuen Regierung und mit neuen Beamten mal um die Ecke. Und dann erkläre ich ihm, was er falsch gemacht hat. So, alles, was ich von ihm verlange, ist, dass er mir die Rechtsstellung des Bundesstaatenangehörigkeit im Ausweis vermerkt, kann er im Reisepass eintragen, besitzt per notstandsrechtlicher Verfügung, Grund des Notstandsrechts von 1914, die Bundesstaatenangehörigkeit. Pop, Stempel drauf und da bin ich schon zufrieden. Und da ist er aus der Haftung raus. So, aber will er nicht. Er will vor dem ganzen Schaden, der dadurch entstanden ist, dass er eine Ummeldung im Amt gemacht hat, obwohl er das gar nicht darf, weil er kein Amt ist und auch kein Amt vertritt. Aber ist egal. Wir wollen uns ja erstmal jetzt über dieses Thema DDR wiedervereinen. Was ist denn hier los? Also, genau in dem Moment, wenn die DDR-Verfassung suspendiert wird, per Befehl von Andropow, ist ein drittes Haus oder ein Notstandsrecht in Kraft, weil die DDR-Verfassung keine Wirkung mehr auf uns ausstrahlt. Ne? Das heißt aber nicht, dass er weg ist. Der Text ist noch da und die Volkskammer kann das auch anders beschließen. Aber sie müsste eben wieder eingeladen werden und müsste eine Abwicklung der DDR und eine mitteldeutsche, also eine kaiserliche Föderation Mitteldeutschlands organisieren. Das ist die Aufgabe des Notstandsleiters. Und jeder, der in der Gemeinde ist, hat genau die gleiche Aufgabe, den Verfassungsnotstand zu heilen. Und wenn er was anderes macht oder irgendwelchen Mist ausfertigt, der nicht in erster Linie der Heilung des Verfassungsnotstandes dient, macht er sich strafbar, weil er der Steuerhinterziehung begeht. Er muss erst den Verfassungsnotstand beheben, dann kann er irgendwelche anderen Sachen machen. Häuser bewilligen und Straßen und so. Das ist alles nachrangig. Der Verfassungsnotstand ist das absolut Wichtigste, ist erst zu erledigen. Erst wenn die Wahlen gelaufen sind, kann wieder Haushaltsmittel bewilligt werden. Weil eine Bewilligung der Haushaltsmittel durch Notstandsleiter ist nämlich nicht erlaubt. Das ist nämlich das Schöne daran, dass wir das alles wiederkriegen. Jedes Volkseigentum, jedes abgerissene Gebäude, was angeblich DDR-Ruinen sind, darf dann Stein für Stein wieder aufgebaut werden. Also das stand nach dem aktuellen Stand der Leschnik. Das wird eine lustige Geschichte. Und die dafür verantwortlich sein mögen, in deren Haut möchte ich nicht stecken. So, da gehören die ganzen Volksschwimmhallen dazu, die ganzen öffentlichen Sporteinrichtungen. Ich denke da zum Beispiel in Chemnitz an den Kischwall und an die Kischwallbiene. Das sind nämlich alles erhaltungspflichtige Immobilien. Und wenn das runtergelumpert wird und zweckentfremdet wird, ja, dann haben wir dann Privathaftung an der Stelle. So, und ich denke auch an die Kaserne, die da weggerissen worden ist an der Leninstraße. Das wäre nämlich auch Unterhaltungspflicht gewesen, weil der Besatzer kann jederzeit verfügen, dass er wieder an die alte Stelle zurückgeht. Jetzt werden wir was Neues bauen dürfen. Ja, wenn also jetzt ein Besatzungsnotstand ist, ist die russische Regierung berechtigt und verpflichtet, in den Bundeshaushalt reinzupenden, um sich ordentliche Unterkünfte für ihre Besatzungssoldaten bauen zu lassen. Und zwar vom Feinsten. Weil die alte Standort haben sie ja weggerissen. Haben sie irgendwas anderes hingebaut. Ja, man muss einfach mal drüber nachdenken, was man tut. Man hätte das natürlich nicht mal so runterlumpern lassen können, sondern es hätte schon lange mal saniert werden müssen. Und sicherlich ist die Baustatik der Gebäude inzwischen
zwar ein Abriss weiß gewesen, aber das ist ja Verschulden der Stadt. Das geht vom ersten Bürgermeister der Stadt an, fängt das Land bis heute. So, jetzt müssen wir aber fragen, was ist denn nun eigentlich mit denen los, die die DDR so unbedingt wiederhaben wollen? Also, mal sagen wir Ostalgiker. Ne? Ich meine, ich habe gutes Verständnis dafür. Da gab es die Arbeitskollektive und da wurden alle mitgenommen. Da gab es auch mal die Probleme. Die Problemkollegen, ne, die immer mal durch Alkohol oder durch Fahrrad auffielen, die hat man auch mit durchgeschleppt, ist vielleicht auch nicht ganz so in Ordnung, dass man so lax umgegangen ist, aber es gab keine richtige Not. Also wenn eher eine richtige Not gegangen ist, haben dann viele auch aus den Betrieben auch mal mitgeholfen beim Umzug oder was auch immer. Ja, das fehlt eben heute alles. Ne? Da werden die Leute alleine gelassen. Da hat auch mal der eine Kollege vom anderen Kollegen mal auf die Kinder aufgepasst. Also das war zu DDR-Zeiten normal. Heute ist das eine völlige Unmöglichkeit. Ja? Und das wollen die Leute zurück. So, ich gebe aber zu bedenken, dass man erst mal verstehen muss, was war denn die DDR? Man muss sich einfach nur mal die Fahne angucken. Die Fahne ist schwarz-rot-gold mit einem Ehrenkranz drauf. Was bedeutet das? Schwarz-rot-gold ist die Fahne der Weimarer Republik. Genau die politische Organisation, die früher mal durch die SPD gegründet worden sind und das Kaiserreich weggeputscht hat. Und zwar hat die DDR nie die Rechtsnachfolge der Weimarer Republik angetreten. Es ist ihnen sozusagen durch die Besatzungsmacht war aufgedrängelt worden, die Fahne, will ich mal so sagen. Ja? So, man muss wissen, dass die sogenannten Sowjetmacht, die damals in der Sowjetunion die Macht hatten, auch nur die Oligarchen waren. So, das waren keine richtigen Russen, sondern das waren Zionisten, wenn man so will. Die haben im Prinzip die Russen dazu benutzt, um hier ihre Veränderungen durchzudrücken. Und die waren die geistigen Urväter der Weimarer Republik, also den Kaiser wegstürzen oder den Zaren wegstürzen. Und die zentrale Leitung all diesen Geschehen sind die Jesuiten gewesen, weil der Lenin war Jesuit. Und die wurden vom Vatikan befehligt. Jesuiten unterstehen immer noch dem Vatikan. Das ist bis zum heutigen Tag so. So, also alle, die mit der 1919er Verfassung um die Ecke kommen, mit Weimarer Republik, also auch die Landesverfassung von Sachsen habe ich mal gestern mal durchgelesen, da habe ich festgestellt, dass die Landesverfassung in Sachsen überhaupt keine Bürger hat, weil niemand den Artikel 116.1 Grundgesetz erfüllen kann. Es gibt keine Möglichkeit, diese Staatsangehörigkeit zu besitzen, weil diese Staatsangehörigkeit aus einer Zeit stammt, die nach dem Wahlfehler vom 23.03.1933 passiert ist. So, und alle Gesetze, die Hitler ermächtigt hätten, Gesetze des Staates zu ändern, sind auch ungültig, wenn das Ermächtigungsgesetz ungültig ist. Demzufolge ist die Staatsangehörigkeit ja 34 oder 38 oder 36, was es da immer gab, alles ungültig und nichtig. Es zählt nur die Bundesstaatenangehörigkeit. Und das wissen die in der Bundesverwaltung auch. Aber sie betrügen die Leute. Und sie ziehen denen noch 25 Euro aus dem Job, um eine Staatsangehörigkeit zu beantragen, die ungültig ist. Das hat nämlich folgenden Zweck. Man will dieses deutsche Volk mit dem Hudenplan aus diesem Gebiet hier vertreiben. Man will ihnen die Häuser wegnehmen, man will ins Eigentum wegnehmen, man will sie einfach in irgendeine Wüstenstadt verfrachten und die Leute, die da unten leben, hier hoch. So, weil die sind ja dann staatshörisch, die lieben die Frau Merkel und die machen so gerne Selfies mit ihr und so weiter. Ja, und wir sind ja die Unbequemen. Wir sind diejenigen, die unsere alten Erbpachtrechte vom Kaiser haben wollen. Und da lassen wir auch keine Luft dran. Dann kommt es eben dazu, dass es zu Aufständen kommt. Aber die Ursache ist die Regierungspolitik der Frau Merkel, die sich gegen ihren Amtseid und gegen die Verfassung gestellt hat. So. Und eigentlich müsste die Bundeswehr diesen Zustand abstellen. Und zwar sofort, per notstandsrechtlicher Anordnung oder Befehl. Dafür sind sie nämlich verantwortlich und auch berechtigt. Weil das ist nämlich die einzige militärische Organisation, die in Mitteldeutschland überhaupt hier was zu suchen hat. Alle anderen haben hier nämlich überhaupt nichts zu suchen. Und die müssen erstmal hier die Ordnung herstellen. So. Ganz einfache Nummer. So, und die Kommandeure wissen das auch und wir haben es ja nun schon x-mal erklärt. Sie haben ja die Gesetzgebung, die können Sie sich im Bundestag in der Bibliothek gerne mal nachlesen, dass es so ist. So, die Bundeswehr ist eine rein neutrale militärische Schutztruppe, damit hier kein Angriff von außen passiert. Das ist die Aufgabe. Wenn Sie die Aufgabe nicht wahrnehmen und wenn Sie irgendwas machen, was amerikanischer oder englischer oder französischer Besatzer macht, dann kommen Sie Ihrer Aufgabe nicht nach. Sie haben sich neutral zu verhalten. Und zwar neutral gegenüber dem Kaiserreich und neutral gegenüber den Bewohnern des Kaiserreichs. Ja. Und Sie sind keine Rechtsnachfolger der kaiserlichen Armee und auch nicht der kaiserlichen Marine, sondern sind einfach nur eine Schutztruppe. Nichts anderes. Ja.
Und solange wie ich kein Musterungsbefehl zur KOK gekriegt habe, bin ich immer noch Kriegsgefangener. Ja, im Ruhestand, was auch immer, keine Ahnung, was er wisst. Aber ja, als Bausoldat nie wirklich Kämpfer gewesen. So, ja, also die DDR ist keine Lösung. Die DDR ist aber auch noch nicht aufgelöst. Ja, das ist also die Message. Und es ist auch kein Staaten vereinigt worden, sondern die beiden Konstrukte, BRD und DDR, sind beides, ich sage mal, Verwaltungskonstrukte, die sich Staat nennen, aber kein Staat sind. So muss man es sehen. Also sind im Prinzip Firmen nach US-Recht. Und das ist illegal in Mitteldeutschland, weil Mitteldeutschland nun mal nicht unter westdeutscher Besatzung steht. So, die Russen haben zwar damals mit Frankreich einen Vertrag geschlossen, dass die hier die Verwaltung in Mitteldeutschland organisieren, warum auch immer. Auf jeden Fall ist es, ich glaube, irgendwann im April 2015 ist der Vertrag auch ausgelaufen, weil er nicht verlängert wurde. Und Putin wartet das einfach noch ab, bis der Euro hinuntergefallen ist, weil für den Euro ja keine Haftung ist. Und wenn man eine Kassenglattstellung nach Euro machen würde, würden wir alle leer ausgehen. Ja. Wenn der Euro dann umgefallen ist, haben wir die Möglichkeit, dass eine ordentliche Kassenglattstellung passiert. Und das ist wahrscheinlich die Idee, die Putin hatte, die uns dann nach einer gewissen Zeit auch klar wurde. Wir haben ja nur gedacht, dass Putin irgendeine Regierungsansprache mit dem Datum macht, spätestens am 8. Mai 1945. Immer fortgesetzt, 10 Jahre wurde die Besatzung verlängert. So, aber man muss ja sehen, dass in manche Gebiete schon viel eher eingegriffen wurden. Zum Beispiel entscheidend war auch die Besetzung Warschaus, weil Warschau war ein Selbstverwaltungsgebiet vom Kaiser und damit wie eine kleine Hauptstadt für das Selbstverwaltungsgebiet von Polen. Und das ist ein wichtiger Stichtag, der im Prinzip durch die Rote Armee ein Besatzungsstatut dort etabliert hat. So, und das war deutlich eher als am 8.5. Deswegen werden die Besatzungsstatuten im April verlängert und im Mai. Das hängt damit zusammen. So, aber momentan ist es noch im Status quo. Ich nehme an, dass Putin jetzt sich erstmal um die Ukraine kümmert und um Syrien und dass die Frage der Mitteldeutschlands dann gestellt wird, wenn die Duma sich darüber im Klaren geworden ist, ob denn die Vereinnahmung der DDR durch die Westmächte legal war oder nicht. Ich glaube, das war nicht legal, weil man hat die Leute getäuscht. Man hat denen 100 Euro gegeben, wo sie der Meinung waren, das ist ein Reisekostenzuschuss, damit man einmal die Länder drüben besuchen kann, ohne dass man drüben verhungert, weil die Umtauschkurse waren eben alle noch ein bisschen schwierig. Also es gab ja noch keine offiziellen Umtauschmöglichkeiten, dass man hätte gesagt, ja, 5 zu 1 oder 10 zu 1, es war ja nur Schwarzmarkt möglich, ne? Weil die Wessis hier ja auch Verwandte hatten und beim Rüberfahren 1 zu 1 tauschen mussten. Ja, obwohl das, sagen wir mal, 1 zu 5 wäre real gewesen. 1 zu 10 ist Schwarzmarkt, 1 zu 5 wäre real gewesen. Man muss aber bedenken, wie die Verdienstverhältnisse waren. Ne? In der DDR hat man ja so ein Durchschnittsgehalt von 750 Euro gehabt. Ich hatte ein bisschen mehr, weil ich halt eine qualifiziertere Arbeit hatte. War Elektriker und drei Schichten. Ich hatte also dann, also ein Dreher hat also die DDR-Zeit wesentlich mehr verdient als ein mittlerer Angestellter in der Leitung des Betriebes. Das ist ein Fakt gewesen in der DDR. Ob das nun richtig war, weiß ich nicht. Ich habe auch mal Aushilfe gemacht, war eine schöne Sache und ordentlich Geld verdient. Man hatte dann unheimlich viel Guthaben, konnte nichts Gescheites dafür kaufen. Ja, weiß ich nicht. Ich muss aber sagen, dass ich mir über Geld zu DDR-Zeiten nie Gedanken gemacht habe. Das war immer da. Ich hatte vielleicht mal 1 Monat mal zu wenig, dass ich mal mir hätte was leisten wollen, wo ich hätte doch sparen müssen. Aber dass ich jetzt eine Not hätte oder einen Kredit gebraucht hätte, weiß ich nicht, hab ich nicht. Geld war nie das Thema. Wir haben uns immer im Freundeskreis getroffen, haben wir ordentlich aufgetafelt. Essen hat ja alles nichts gekostet, war ja alles nur billig. So, und es war in einer viel höheren Qualität, wie wir es jetzt in der Bundesrepublik haben. Also man muss ja die Läden schon suchen, die das noch in der alten Qualität herstellen. Also insofern, Wurst aus Wessiland war für uns praktisch ungenießbar. Muss man einfach so sagen. Und ich suche ja immer noch Läden, die das noch in der alten bewährten Tradition machen und herstellen, die Qualität halten können. Da gibt es nicht mehr viele. Ähnlich sieht es mit dem Brötchen aus. Das schmeckt heute alles noch wie alter Schuhkarton, aber nicht wie Brötchen, wie wir es das kennen. Ja, aber es gibt noch Bäcker, die das noch in der alten Weise machen. Übrigens gibt es das Mehl auch nicht mehr, was wir früher dazu verwendet haben. Das, was heute da verwendet wird, ist alles nur noch kärcht.
Und wir wollen natürlich diese Zustände abstellen. Ja? Das müsst ihr euch noch mal anhören. Ja? Viele Leute wollen die DDR zurück, aber die DDR ist keine Lösung. Ich sage es das nochmal so deutlich. Wir stehen im Nutzungsrecht der kaiserlichen Verfassung und nach der kaiserlichen Verfassung haben wir die ganzen EU-Gesetze, die uns diesen Nahrungsmitteldreck hier beschert haben, die sind alle nicht vorhanden, nicht gültig. Wir sind weder GEZ, wir sind weder Schengener Abkommen. Alles das, was der Kaiser unterschrieben hat, ist nicht wirklich gesetzliche Grundlage. Und alle Paragraphen, die Buchstaben dran haben, unterstehen ja noch der Genehmigung des Verwesers. Erst dann dürfen die in das normale Gesetz aufgenommen werden. Also wenn da irgendein Buchstabe ABC hinten dran steht an irgendeinem Gesetz, wissen wir, dass es nicht vom Kaiser ist. Weil in der Gesetzgebung vom Kaiser gab es keine Paragraphen mit Buchstaben. Also bloß den Originaltext von der Ausfertigung nehmen und mit dem vergleichen, was er da ist. Da weiß man, was gilt und was Willkür ist. Also dann, wenn Paragraphen durchgesetzt sind mit irgendeinem A dran, weiß man, dass es Willkürgesetze sind. Ganz einfach. So, man muss ja immer überlegen, es ist ja wie bei einem Banküberfall. Ne? Also man kommt in eine Situation rein, man wollte mal bloß mal die Kontoauszüge holen, hinter ihnen stehen dann bewaffnete Leute und die sagen jetzt, wir setzen jetzt die Bank, alle auf den Boden und Arme auseinander und dann halten die ihren Zettel hin, hier unterschreiben eine Staatsangehörigkeit des Banküberfalls. Das ist das, was der gelbe Schein ist, nichts anderes. Und wenn man das legalisiert, ja, dann ist man Beteiligter am Banküberfall. So einfach ist das. Und wer das macht und wer so blöd ist und den Schein annimmt und nicht gleich wieder widerruft und zurückschickt, ne, da wird irgendwann geräumt. Genau in dem Moment, wenn das Nutzungsrecht ausgerufen wird. Dann wird er in den Zug verladen und nach Libyen oder Syrien oder andere Gebiete, die sie weggebombt haben und die sie mit Uranmunition verseucht haben, dorthin geschafft und eingesperrt. Und zwar auf Grundlage dessen, dass das Rußtag von 1913 gilt. Und dieses Gebiet von den Leuten geräumt wird, die keine ordentliche Staatsangehörigkeit nachweisen können. Weil die gehören ja nachher. Die Besatzungsmacht hat vor dem Friedensschluss dafür zu sorgen, dass nur der hierhin lebt und wohnt da, der die Staatsangehörigkeit des Kaisers hat. Und alle anderen müssen erst eine Einbürgerung machen. Die kriegen vielleicht ein Aufenthaltsrecht oder so immer. Kann ja alles sein. Gibt ja viele Leute, auch gerade Ausländer, die einen Aufenthaltstitel mit Genehmigung des Gewerbebetriebs haben. Die sind uns doch alle willkommen. Die schaffen ihre Werte, die machen gute Arbeit, das sind ganz nette Leute, kann ich selber bezeugen. Habe ich nie ein Problem damit. Es geht um die Leute, die einfach hier nur herkommen, um noch die Helfer anzugreifen und die bewirken, dass Gemeinde Beschlüsse machen, dass Leute aus ihrem Eigentum, also Hauseigentum oder dienstlichen Eigentum, was auch immer, rausgesetzt werden, damit die Gemeinde dort Flüchtlinge unterbringen kann. Das ist eine Störung des Waffenstillstands. Im Prinzip darf derjenige, weil ja die verfassungsmäßige Ordnung damit aufgehoben wird, das Widerstandsrecht für sich in Anspruch nehmen. Artikel 20.4. Das genau will die Frau Merkel nämlich erreichen, dass es Notstandsrecht ausrufen kann und dann ihre nationalsozialistische EU-Politik hier umsetzen. Das ist das Ziel, was hier dahinter steckt. Also gibt es nur eine Möglichkeit, sich ruhig zu verhalten, zu dokumentieren, genau festzulegen, wer hat was unterschrieben und veranlasst. Und dann muss man sich an die Öffentlichkeit wenden. Dazu gibt es die Möglichkeit, sich einen Presseausweis zu besorgen. Wer nicht weiß, wie das geht, fragt mich einfach. Und dann muss das dokumentiert werden. Da müssen genug Leute dabei sein, die mit Kamera und Bild und Ton alles festhalten, damit man die Leute dann anzeigen und vor die Staatsanwaltschaft schleppen kann. Und dann muss der entsprechende Rückhalt in der Bevölkerung da sein, der dann Druck ausübt, damit diese Missstände aufhören. Und man muss ja überlegen, die Leute, die die Gesetze hier gemacht haben, dass die das ermöglichen, die sind ja nicht gewählt, weil die selber die Staatsangehörigkeit von 116.1 Grundgesetz nicht nachweisen können. Sie haben sie einfach nicht. Es ist gar nicht möglich, die zu besitzen. Weil das Gesetz, auf dessen Grundlage die Staatsangehörigkeit des Grundgesetzes beruht, noch überhaupt nicht in Kraft ist, weil der Wahlfehler im Ermächtigungsgesetz gegriffen hat. Und mit dem gelben Schein will man versuchen, dieses Unrecht, was der Hitler angerichtet hat, zu legalisieren. Im Prinzip haben wir einen nationalsozialistischen Bundestag. Nichts anderes ist momentan der Fall. Und da sitzen die Linken drin, da sitzt die SPD drin, da sitzt die CDU drin, die machen alle eine und dieselbe Sache. Und auch die AfD hat Wahlbetrug in Sachsen selber gemacht und in Thüringen unterstützt. Die sind genauso nicht wählbar. Und wer das nicht begreift, da muss ich einfach mal die Wahlprotokolle genau ansehen. Und da kann sich von mir auch gerne kopieren lassen. In Chemnitz, im Stadtparlament, haben sie Wahlanfechtung gemacht und der Wahlleiter dort hat das sogar noch durchgewunken und hat es aus dem Protokoll gestrichen. Das ist grob strafbar, was der gemacht hat. Und die AfD hat gesagt, das ist in Ordnung, prima, und ja, wir setzen uns so weit. Nee, es ist verboten.
Und es gibt Zeugen, ich war selber Zeuge, dass das gemacht worden ist. Und ich werde dann auch gegen den Stadtwahlleiter aussagen, sobald das System umgefallen ist. Kann er sich jetzt schon mal Termin beim Haftrichter vormerken lassen. Weil es geht gar nicht sowas. So. Und auch die Oberbürgermeisterin hat Wahlanfechtung weggefangen. Sie hat die Anzeige des inkorrekten Melderegisters weggefangen. Das ist noch strafbarer, ja, weil da Betrug bekannt ist. Und es gibt Zeugen dafür, drei Zeugen, die das bestätigen können. Ja, und die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen machen sollen, die machen einfach nicht, lassen das einfach liegen. Ne? Die sitzen das aus, weil die denken, wir hören damit auf. Wir hören nicht damit auf. Wir hören erst damit auf, wenn wir hier einen Friedensvertrag und die blauen Pässe des Kaiserreichs unter anderem haben. Dann hören wir auf, dann haben wir es geschafft. Eher nicht. So, das ist die Message zum Tag. So, nun macht eure DDR-Fäden, aber denkt dran, das ist bereits beseitigtes Provisorium. Tschüss.